Es wurde jetzt eine weitere wirklich unfassbare Eigenschaft von wahrscheinlich zahlreichen schwarzen Löchern aufgedeckt. Aber erstmal ist das spezielle schwarze Loch, das jetzt vermessen werden konnte, etwas ganz Besonderes. Denn es dreht sich fast mit Lichtgeschwindigkeit und stößt damit an die Grenzen der Einsteinschen Relativitätstheorie. Heißt das etwa, dass es tatsächlich sogar das ganze Universum mitreißen könnte? Klicks um Science and Fiction, hier gibt es täglich faszinierende Videos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr kein Video. Herzlich willkommen. Ein super spannendes Thema, das ihr euch über die WhatsApp-Community gewünscht habt. Lieben Dank dafür. Auf genau zwei Methoden können Forschungsteams weltweit derzeit zurückgreifen, um schwarze Löcher zu vermessen. Spannend ist zum einen die Masse und zum anderen eben die Rotationsgeschwindigkeit des jeweiligen schwarzen Loches. Diese Drehrate ist eine dimensionslose Einheit und kann von 0 bis zu einem Maximalwert von 1 reichen. Ein internationales Forschungsteam hat jetzt ein schwarzes Loch untersucht, das einen unglaublichen Wert von 0,9 erreicht. Dazu einer der beteiligten Wissenschaftler, Sudip Bhattacharya. Wenn schwarze Löcher entstehen, sind Masse und Spinrate zwei Eigenschaften, die sie charakterisieren. Dabei kann die Masse deutlich einfacher gemessen werden als die Rotation, da die Masse aufgrund der Schwerkraft einen großen Einfluss auf die Entstehung eines schwarzen Lochs hat. Die durchgeführten Messungen der Spinrate sind also ein voller Erfolg für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ausschlaggebend dabei waren die Röntgenstrahlen, die das Objekt aussendet. Diese entstehen dadurch, dass es Gas und Staub verschluckt. Durch die Messung dieser Strahlung gelang es dem Astronomieteam, die Rotationsrate mit dem unglaublichen Wert von 0,9 zu bestimmen. Das Objekt wurde übrigens bereits vor 2 Jahren von Indiens erstem Satelliten namens AstroSat aufgespürt. Konkret befindet sich das schwarze Loch in dem Doppelsternsystem 4U 1630-47. Das schwarze Loch dreht sich also fast in Lichtgeschwindigkeit. Diese liegt bei 299.792.458 Metern pro Sekunde. Und somit kratzt es tatsächlich an den Grenzen der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Denn nach Einsteins Theorie führt ein schnell rotierendes schwarzes Loch dazu, dass sich der Raum selbst dreht. Physikalisch gesehen bedingen solche schwarze Löcher durch ihre enorme Gravitation eine entsprechend große Veränderung der geometrischen Struktur von Raum und Zeit, also der sogenannten Raumzeitkrümmung. Doch die Raumzeit wird vereinfacht gesagt nicht durch das schwarze Loch gekrümmt, es reißt sie sogar aufgrund seiner Rotation mit. Konkret bedeutet das also, alle Objekte um das schwarze Loch werden mitgedreht, denn auch die Raumzeit selbst dreht sich mit. Das jetzt vermessene Objekt gehört übrigens zu den einigen wenigen schwarzen Löchern, bei denen bislang eine solch hohe Rotationsgeschwindigkeit nachgewiesen werden konnte. Also ein paar hat man jetzt schon gefunden, aber auch deswegen ist das Forschungsteam nämlich so dermaßen geflasht von diesem Ergebnis. Noch ist die Studie allerdings noch in keinem wissenschaftlichen Fachmagazin veröffentlicht. Dies soll jedoch demnächst im Fachblatt The Astrophysical Journal passieren. Auch wenn wir immer mehr zu den schwarzen Löchern selbst erfahren, stellen sie uns doch im Großen und Ganzen noch vor riesige Rätsel. Durch den Chandra-Satelliten beispielsweise, der ein Röntgenteleskop am Start hat, konnte die NASA bereits vor einiger Zeit spannende Erkenntnisse zu schwarzen Löchern sammeln, die sich derart schnell drehen. Fest steht, alles, was ihnen zu nahe kommt, wird verschluckt. Vorher aber sammelt sich die Materie in der sogenannten Akkretionsscheibe einer schnell rotierenden Scheibe. Und genau diese Akkretionsscheibe schießt gigantische Materiestrahlen aus vielen schwarzen Löchern heraus, senkrecht nach oben und nach unten ins All. Und das sind die sogenannten Jets, die man sich tatsächlich vorstellen kann wie Fontänen. Forschungsteams vermuten schon seit längerem, dass die Jets wohl aus Nickel und Eisen bestehen und mit unglaublichen 200.000 Kilometern pro Sekunde ins All schießen. Das sind 2/3 der Lichtgeschwindigkeit. Forschungsteams wissen immer noch nicht genau, wie diese sogenannten Jets entstehen. Doch nach Auswertung der Chandra-Daten ist die Energie solcher Jets wohl zum einen von der Masse und eben zum anderen vom Drehmoment des schwarzen Lochs abhängig. Also davon, wie schnell sich dieses schwarze Loch dreht. Und hiermit schließt sich eben der Kreis, denn die Auswertung von Chandra-Daten legt nahe, dass sich solche schwarzen Löcher wohl nahe ihrer maximalen Geschwindigkeit drehen müssen. Also würde dieses Drehen mit fast Lichtgeschwindigkeit auf ganz viele schwarze Löcher zutreffen. Solche detaillierten Untersuchungen zu schwarzen Löchern bewerten Forschungsteams weltweit übrigens als besonders wichtig, da sich somit grundlegende Theorien zum Universum überprüfen und testen lassen. Es ist schon Wahnsinn, was wir immer wieder für grundlegende Erkenntnisse über das Weltall erfahren, und täglich kommen neue hinzu, und wir bei Klickzoom hier berichten darüber. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, dann abonniert auch den englischen Kanal. Einfach hier drauf klicken, auch da gibt es immer wieder Videopremieren. So, und jetzt kommt der Hammer von unterwegs. Wir machen einen Livestream zur Feier von 10 Jahren Klickzoom.
von 500.000 Abonnenten und mit einem Thema, das uns in den letzten Wochen sehr beschäftigt hat, Aliens. Dazu gibt es nämlich neue, sensationelle Erkenntnisse. Und wenn ihr den Livestream nicht verpassen wollt, dann genau hierhin klicken. Da gibt's ihn. Also, bis dann. Bleibt dran.